Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, hier auf rpghaven.de zu Gregors Gaming Gyros mit Tiny Tor. Einem brandneuen Jump'n'Run, gerade wo ich es aufnehme, released für den PC, bei Steam, beim Epic Store oder bei Good Old Games erhältlich, bei GOG erhältlich. Es soll im Laufe des Sommers auch noch für die Switch herauskommen. Wir schauen uns jetzt die Steam-PC-Fassung an. Und ja, das ist ein Jump'n'Run aus deutschen Landen im Retro-Style. Und ich wurde gefragt, Herr Gregor, das scheint ja deine Kragenweite zu sein. Möchtest du es dir vielleicht nicht mal anschauen? Hier auf dem Kanal habe ich gesagt, okay, ja, dann lass uns das mal machen. Und ich checke aus, was das so zu leisten imstande ist. Wenn ihr gerne das Spiel selber haben möchtet und dabei parallel den Kanal hier supporten, checkt gerne den Link sowohl in der Videobeschreibung als auch im angepinnten Comment dann aus. Und ja, wir gucken jetzt mal rein und schauen, ob und wie gut ich mit dem Ganzen jetzt hier zurechtkommen werde. Ihr hört übrigens im Hintergrund schon die wunderbare Musik, an der unter anderem auch Chris Hülsbeck mitgearbeitet hat. Natürlich der legendäre Komponist der Turrican-Spiele und ich habe sogar etliche Schallplatten von Chris hier bei mir stehen und die Beigelegenheit auch unterschreiben lassen. Und ey, ich komme eben aus der Amiga-Zeit, ne? Sowas habe ich in der Form abgewandelt, häufiger gern spielen wollen. Und in der deutschen Spieleentwicklung ist ja schön, dass man auch gerade solchen Leuten wie mir mal ein bisschen neues Futter präsentiert. Wir starten einmal komplett neu und checken mal aus, was Phase ist. Ja, der Stil selber, ich würde sagen, das ist schon ein bisschen über 16-Bit, ne? Weil es gibt ja viele Games, die dann Pixelart nehmen, mittlerweile, um dann auch neue Spielerlebnisse daraus zu machen. Aber manche schränken sich ja bewusst ein und sagen, hey, wir machen etwas, was so im 8-Bit-Style wie bei dem NES aussehen würde oder in 16-Bit wie auf Super Nintendo oder Mega Drive oder der Amiga, müssen wir ja auch als 16-Bit-Gerät dann rechnen, denke ich mal, von den Chipsets und von der Busbreite, wie es damals verbaut gewesen ist. Ich würde hier sagen, da kriege ich so eher Vibe schon in der Post-Amiga-Ära. Sowas hätte man in der Form vielleicht auf dem PC schon mal gesehen, wobei PC-Jump'n'Runs so Mitte bis Ende der 90er, das war nicht unbedingt die Plattform dafür, aber die technischen Voraussetzungen wären da gewesen. Also schon einigermaßen hohe Pixelauflösung hier für alles. Ich spiele am PC, wie gesagt, da es auch die PC-Version hier erstmal ist. Ich gebe mal hier eine Geburtstagsgrüße rein, können natürlich auch alles komplett mit deutschem Text hier machen. Ich benutze ein PS5-Pad jetzt hier gerade am PC, aber ich habe es mit einem Adapter angeschlossen, der das über Bluetooth verbindet. Also, au, ich bin schon wach, der kleine Tor ist Tor mit H, ne? Nicht ohne H. Der Papa-Tor und Mama-Tor haben ihn runtergeschickt von Valhalla nach unten zu, was war? Der Midgard war das Reich der Menschen, oder? Der nordischen Mythologie nach. Da müssen wir mal gucken, in welche Richtung das geht. Also, au, ich bin schon wach, ich bin schon wach. Da ging es ganz schön runter. Na, nicht drin? Achso, zum Glück hattest du Bäume, die den Fall gebremst haben. Ach, X drücken, okay. Wenn schon keine Flügel, sagen mir die Raben. Ganz richtig, aber es hat ganz schön gedauert, bis wir dich gefunden hatten. Der Wald ist groß. Genau, dein Vater wartet sicher schon auf dich. Mit deinem Geburtstagsgeschenk wohlgemerkt. Oha, das ist aber nice. Oh ja, richtig, mein Geburtstag. Was ich wohl bekomme. Also, den Legenden zufolge, hey, du wirst ihm doch jetzt nicht sein Geschenk verraten. Oh ja, natürlich nicht. Du wirst schon selbst zu Odin gehen müssen. Wenn du rausfinden willst, was ist es? Okay. Also Tiny Tor bedeutet jetzt nicht, dass Tor der Vater ist und wir jetzt den Tor nachfolgen oder den Tor erben, hier sehen, die kleine Ausgabe, Tor Junior, sondern Odin ist tatsächlich unser Vater, Gottvater Odin und Tor natürlich sein Sohnemann. Und das sind die Raben Odins, ne? Ich habe das ja noch relativ frisch von God of War, wobei sie natürlich nicht zu 1000% die ganze nordische Mythologie abgebildet haben. Aber gut, ich kann dem schon ein klein bisschen folgen. Okay, Odin ist unser Papa. Und der kleine Tor, der ist jetzt noch ein Nachwuchs-Donnergott und wir wollen unser Geburtstagsgeschenk finden. Du wirst schon selbst zu Odin gehen müssen, wenn du es herausfinden willst, was es ist. Wir haben schon mal gespickt. Es wird dir gefallen. Es ist der Hammer. Ich werde den Hammer kriegen, oder? Würde ich sagen, absolut. Also beeil dich. Oder habe ich einen Hammer schon? Nein, ich kann hier herumlaufen. Den Hammer habe ich noch nicht. Ich kann sowohl den Analogstick benutzen, als auch das Steuerkreuz. Ich bevorzuge tatsächlich immer bei solchen Sachen das Steuerkreuz, muss ich sagen, weil ich einfach so oldschool noch dran gewöhnt bin, mit dem Steuerkreuz hier unterwegs zu sein. Also laufen und springen. Alles gut.
Nehmen die Sachen hier. Können wir rutschen nach unten? Können wir. Auf Gegner drauf springen geht auch. Herzen rausholen. Die Blöcke, die wirken auf mich ein bisschen so. Kennt ihr noch Kid Chameleon vom Mega Drive? Er hat bestimmt auch irgendwann mal einen Retro-Club und anderswo vorgestellt. Aber solche Sachen sind natürlich ganz gut geeignet. So, hier unten haben wir Diamanten, die wir einsammeln können, würde ich sagen. Oh, sogar die Anzahl steht da genau. Wir haben hier den Rücksetzpunkt, würde ich mal sagen. Also 21 von 221 haben wir bisher gesehen. Und jetzt haben wir noch eine extra Menge mehr, die wir mit dazu geholt haben. Und, oh, mir ist dann da runtergefallen. Na gut, für Tor ist es kein Problem. Bisher finde ich, kann ich ganz gut hier mit der Steuerung umgehen. Ah, hier von unten können wir den Dreck wegjumpen, so gut es sich gehört. Und, oh, warte mal, ich sollte mal auf die... Okay, ach, rutschen und springen. Okay, kriechen. I can do this. Wir springen hier einmal hoch und weiter. Können natürlich auch unten erstmal schauen. Ja, seid ihr bei solchen Jump'n'Runs eigentlich Komplettisten und wollt wirklich alle Sammelgeschichten hier direkt mit dabei haben? Kann ich auf dich drauf springen oder bist du ein guter? Oder wollt ihr erstmal das Ende erreichen und dann Komplettismus dann machen? Hey, das Geburtstagskind, alles Gute, Kleiner. Wobei, so klein bist du ja gar nicht mehr. Nee, das bin ich nicht. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Ich bin gleich wieder für euch da. Wir kurz was checken. Okay, da bin ich wieder zurück. Ja, ist immer so. Irgendwas kommt in mein Spielvergnügen immer rein. Und dann will ich natürlich auch die vollste Konzentration haben. Wir haben es zum Dorf geschafft. Die Wache hat uns reingelassen. Hey Tiny, alles Gute zu deinem Geburtstag. Lass uns mal zusammen mit deinen Geschenken spielen, ja? Der Doggo sagt wuff wuff. Oder der Wolfo. Kann ja auch ein Wolfo sein, ne? Da sind die Raben. Und da ist Odin, der olle Gottvater. Hallo Paps, was geht? Mein Sohn, 8 Jahre alt, komm in meine Arme. Uff, danke Papa, ich glaube, meine Rippen haben ein komisches Geräusch gemacht. Das ist normal im Wachstum und du bist schon groß geworden. Zu diesem besonderen Tag sollst du auch ein besonderes Geschenk haben. Hier, fang. Was könnte es wohl sein? Der gute Mjölnir. Wow, danke Papa, das ist das beste Spielzeug, das ich je bekommen habe. So, wir haben sogar ein Steam Achievement geholt. Oh, und wir können das Ding sogar nach oben werfen. Das war super. Worauf wartest du noch? Geh spielen. Möglichst außerhalb vom Dorf, wo keine Häuser oder Leute im Weg sein könnten. Oder Raben. Denk nur dran, heute Abend rechtzeitig zu deiner Geburtstagsfeier zurück in Asgard zu sein. Ja klar, Paps. Asgard und Midgard, ne? Okay, also der kommt zurück. Ah, nice. Okay, ich kann also quasi um die Ecke mit dem Hammer werfen. Ich kann ihn auch sofort zurückholen per Knopfdruck. Das ist ganz nice, ja. Müssen wir sehen, in welche, was für Techniken das reingehen kann. Oh, mit dem R. Ah, okay, warte mal. Oh, auch interessant. Okay, kommen wir wieder zurück. Wenn ich den rechten Trigger gedrückt habe, das sind wahrscheinlich alles Sachen, die mir noch beigebracht werden. So ein bisschen Yoshi's Island-Style kann ich hier den Ausfallswinkel wählen und dann loslassen. Okay, dann checken wir mal weiter aus, was wir machen können. Rücksetzpunkt. So. Wobei, ich kann es auch so machen, ne? Okay, also... Ah, da wird es mir beigebracht. Okay, also, wir gehen mal hier hin. Und schon wurde mir das geöffnet, sodass ich runter kann und die Herzen dazu hole. So, ja, das geht wie Buddha dadurch. Oh, sehr nice. Du musst auch nur in der Nähe sein, gefüllt mit dem Hammer. Damit die Diamanten da aufgesammelt werden oder die Edelsteine. 2 von 3 der großen Roten haben wir. Ungefähr die Hälfte. Ja, jetzt über die Hälfte der anderen. Und Hilfe! Was ist denn hier los? Habe ich dich gerettet? Das war knapp.
Danke, dass du mich gerettet hast. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Na, du bist doch dieser komische Fremde, der manchmal um das Dorf herumschleicht, oder? Ich überlege, hierher zu ziehen. Da muss man sich ja mal die Gegend anschauen. Und es ist ja auch ganz wunderbar hier. Wäre da nicht nur... Was denn? Dieser komische Odin, der muss weg. Nein. Ich habe tiefer im Wald ein böses Monster gesehen. Solange das da ist, ist es hier viel zu gefährlich. Ein Monster in unserem Wald? Ja, eine riesige Bienenkönigin. Eine finstere Energie hat sie verdorben. Und nun plant sie mit ihrem Schwarm das Dorf anzugreifen. Jemand sehr Mutiges und Starkes sollte sie aufhalten. Oh, ja. Ich könnte sie ja aufhalten. Ich habe jetzt diesen Hammer hier und mein Papa sagt... Er sei sehr mächtig. Ich glaube... Oh, ist das Loki? Ist das etwa Loki? Aber ist Loki nicht unser Bruder? Eigentlich? Oder nur einen gewissen Teil der Mythologie nach? Ich glaube, der will uns reinlegen, dass wir die Bienenkönigin erledigen. In seinem Auftrag. Und Loki spielt uns Tricks. Was für eine ausgezeichnete Idee. Guck mal, der will uns diese Idee einpflanzen hier. Aber ich kann nicht. Hä? Warum nicht? Ich muss bis zum Abendessen wieder zu Hause sein. Oh, das wird kein Problem sein. Beeil dich einfach ein bisschen. Wer weiß, vielleicht will die böse Bienenkönigin ja schon heute Nacht angreifen. Oh nein! Keine Angst, ich werde sie aufhalten. Sehr gut. Das Dorf und ich werden dir ewig dankbar sein. Loki, du bist das doch. Stimmt, das rieche ich doch bis hierhin. Okay, dann gehen wir mal los. Die Bienenkönigin hat ja so oder so nichts Gutes im Schilde. Level verlassen. Oh, hier können wir raus. Ah, aber den Edelstein nehme ich noch mit. Alle gute Dinge sind drei. Moment, hier mit der R-Taste hoch. Immerhin, wir haben etwas über die Hälfte eingesammelt. Wir verlassen den Level. Ich check mal hier auf meinen Sheet. Wir haben den ersten Level geschafft. Wobei natürlich nicht alles an den Edelsteinen eingesammelt, aber die drei großen immerhin. Spieldauer soll zwischen 10 und 20 Stunden gehen. Also ich schätze mal, je nachdem, wie gut man in Jump'n'Runs ist und wie viel Komplettismus man an den Tag legt. Drei verschiedene Welten, 36 Level und 7 Bossfights. Also ordentlicher Umfang, schon mal gerade für so Jump'n'Runs. Kampflustige Krabbler. Let's get in. Und wir schauen, was passiert. Grafikstil ist schon mal wirklich nice. Okay, dann aber mal konzentrieren. Für mein Gefühl, ich würde hier immer wieder mal den Hammer werfen. Da habe ich eher das Gefühl, dass ich die vernünftig erwischen kann. Ah. Bop, 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 bop. Aber es bringt natürlich nichts, wenn dann die Gegner und die Hindernisse schon erledigt sind. So. Ah, okay, ich weiß Bescheid. Also die funktionieren so ein bisschen wie die Geister, die Boos bei Nintendo-Spielen. Wenn ich mich in deren Richtung bewege, dann müssen wir ein bisschen seitlich hier so. Nee, das war nicht verquert genug. Gehen wir mal ein bisschen noch. Okay. Genau das wollten wir erreichen. Und wir machen es auf der anderen Seite nochmal. Ja, gut gemacht hier. Die Boost bei Nintendo, wenn man in deren Richtung schaut, dann wird es natürlich schwierig. Und sie hören auf und verstecken sich und ich kann denen keinen Schaden machen. Aber ich muss natürlich dann von denen weggucken. Und da ich mit dem Hammer so agieren kann, unten springen, oder? Ja. Oh, hat mich Energie gekostet. Ey, meine Herzen. Oh, das hatte ich bis... Okay, ich kann meine... Ah, interessant. Also, wenn ich berührt werde, verliere ich Energie, aber diese Herzen springen noch ein bisschen herum. Und ich habe Zeit, sie wieder zurückzuholen. Vielleicht auch wieder so ein Yoshi's Island-Element. Aber die Herzen gehen permanent runter, die ich wieder zurückkriegen kann. Ich meine, du konntest auch ein permanentes HUD hier einschalten, wenn du willst. Interface und Sprache. Permanentes HUD und Level-Timer. Okay, dann haben wir aber... Ah, okay. Oben rechts, was ich eingesammelt habe und unten links ist die Uhr. Aber meine Energie wird jetzt hier nicht direkt angezeigt. Sondern ich muss dann entsprechend schauen, wie viel dann wieder runtergeht, wenn ich getroffen werde. Ah, dann brauchen wir das permanente HUD nicht. So, nach unten. Okay.
Warte, wir machen das mal so. Oh, das können wir wahrscheinlich ein bisschen präziser machen. Na gut, dann machen wir das mal hier so runter. Es gibt bestimmt einen eleganteren Weg, aber das zu ermitteln, muss man natürlich auch erstmal machen. Oh, mein Controller geht aus. Habe ich vielleicht einen genommen, wo der Akku schon ein bisschen leer ist. Das ist natürlich auch nicht cool. Dann geben wir mal einen Moment und ich schließe mal einen anderen Controller sicherheitshalber an, bevor hier der Akku tatsächlich leer ist und ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Habe jetzt einen anderen Controller genommen, wobei mit dem hatte ich vorhin schon ein, zwei Stunden gespielt. Ich hoffe, dass der noch genug Saft hat. Den anderen habe ich mal zum Aufladen jetzt hier hingepackt. Und ja, es ist die Krux dann bei PS5-Controllern, da steht meist nicht direkt dran oder so gut wie gar nicht dran eben, ob die was taugen oder nicht taugen. Ah, okay. Ach, komm her, mein Herz. Gib mir mein Herz zurück. Muss ich selber nehmen. Ja, muss man bei PS5-Pads immer mal ein bisschen so schauen. Ich hätte noch ein paar andere hier, die ich benutzen kann, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher über den Aufladestatus. Und ich habe mich jetzt hier so ein bisschen an das PS5-Steuerkreuz für die aktuelle Session gewöhnt. Mein persönlicher Favorit bei so Jump'n'Runs, wenn man die Wahl zumindest des Controllers hat, ist tatsächlich das PS4-Pad, muss ich sagen, weil das ein echt gutes Steuerkreuz hat. So, hier können wir eigentlich direkt rüberspringen, oder? Weil die... Ah! Upsi! Da habe ich nicht aufgepasst, das war meine Schuld jetzt. Aber bei dem PS4-Pad finde ich, das Steuerkreuz ist einfach mal richtig gut gelungen. Muss ich wieder die Diamanten da einsammeln oder die Edelsteine? PS5-Pad geht auch, also PS4-Pad gefällt mir am besten. Ich finde die Joy-Cons nicht so toll von Nintendo, muss ich sagen. Was so die Art, das ist ja nicht mal mehr ein Steuerkreuz, sondern ja, ein Steuerkreuz-ähnliches Gebilde. Ah! Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Mann, okay. Lass das nochmal machen. Ist da noch eine? Habe ich beide erwischt? Habe ich beide erwischt, wirklich? Gregor, spring doch nicht einfach in die Spikes da rein. Das ist nicht nett. Das ist nicht angenehm. Das ist nicht cool. So. Aber deshalb lernt man das ja jetzt hier auch erstmal in den ersten Parts. Kann ich ein bisschen springen? Okay, wenn man die Jump-Taste ein bisschen berührt. Kann man besser damit springen. Aber dann sollte ich den Jump auch schaffen. Okay, immerhin das mit den Schnecken schaffe ich jetzt hier gerade. Und die Edelsteine sind auch eingesammelt. So. Ah! Ich habe mich nicht getraut, viel abzuspringen. Ich merke, die Phase ist vorbei, wo ich frei labern kann und spielen kann. Konzentration, please. Ist der durch? Okay. Aber es ist machbar. Ja, um die Pad-Diskussion kurz mal abzuschließen. Also die Joy-Cons finde ich nicht so doll. Und auch nicht, also schon gar nicht leider, das Steuerkreuz am Nintendo, ja, wie nennen das, das volle Pad, was man holen kann. Also hochspringen. Bisschen springen. Hochspringen. Okay, haben wir. Nehme ich hier hoch? Nee, volle Pulle. Mal so ein bisschen aufpassen. Ah, okay, sie springen da entlang. So ein bisschen drauf aufpassen, was man hier machen kann. Dementsprechend nach Möglichkeit, wenn es geht, nehme ich das PS4-Pad, aber das soll nichts heißen, wenn man anders verwendet. Und mit dem PS5-Pad komme ich auch zurück. Das Xbox Series X-Pad. Das ist auch nicht schlecht. Das hat eben dieses sehr klickende Steuerkreuz, was so anders, einfach sich ganz anders anfühlt als die moderne oder die anderen modernen. Das ist ja auch modern von der Series X. Aber es ist nicht schlecht, will ich persönlich sagen. So, und dich holen wir auch noch. Oh, das haben wir nicht gut gemacht. Aber egal, wir haben Diamant Nummer 2.
oder Rubin, ach, ich kenne mich mit Edelsteinen eh nicht aus. Den großen Edelstein Nummer 2 haben wir. Vielleicht kriegen wir alle hier zusammen. Warte mal, können wir das so machen? Hier geht wieder zurück. Aber, ah, okay, mit der Schräge hier kann ich das nicht machen. Aber vielleicht kann ich das hier machen. So, genau. Ich probiere mal den hier. Ah, geil. 4 gewinnt. Ist hier was Verstecktes oder kommt mir das nur so vor? Ihr seht hier an der Wand innen drin ist es noch ein bisschen anders ausgerollt. Ich glaube, das ist nur Muster, was wir sehen. Nicht, dass indikativ ist für... oh, das haben wir auch nicht schlecht gemacht. Indikativ für einen Geheimgang. Okay, aber nicht schlecht. Also wir haben hier fast alles geholt. Runter damit. Ja, so wie das jetzt ist, also man hätte sowas durchaus auch auf einer Amiga sehen können. Wobei ich bin sehr froh, dass ich hier jetzt ein Gamepad benutzen kann, weil auf dem Amiga mit so einem Quickshot-Joystick oder einem Competition Pro mit einem Knopf und nach oben drücken zum Springen und alles, ist leider so semi-geil. Wenn ich an solche Games wie, oh, hier kann ich hoch, okay. Wenn ich an solche Games denke wie Lionheart auf dem Amiga oder, oh, da gab es natürlich auch, oh, komme ich darüber oder... Ich muss vielleicht ein bisschen präziser springen. Okay, da komme ich so rüber. Da gab es auch so einen anderen Kram. War das Flimbus Quest? Nee, Flimbus Quest gab es auf dem C64. Da gibt es ja einige so Amiga Jump'n'Runs, Super Frog und wie sie alle heißen. Wonder Dog. Diamant Nummer 3, Edelstein Nummer 3. Haben wir auch geholt. Very nice. Aber ja, da ist sowas hier doch schon um einiges präziser. Okay. Was zumindest... Oh, ach, rutschen soll ich. Rutschen und springen. Was zumindest auch eine Annehmlichkeit ist. Wir haben hier einen relativ großen Bildausschnitt. Dadurch, dass Tiny Tor ist eben eher kleiner als Bright hier. Er nimmt also nicht zu viel vom spielbaren Bereich ein und ich habe hier mehr Gelegenheit zu sehen, ey, von wo ist denn der nächste Part, wo wir hin können, was ich bei ganz, ganz alten Jump'n'Runs auch weniger gemacht habe, die dann in einer geringeren Auflösung gelaufen sind. Ah, wir hatten fast alle Edelsteine hier. Geringeren Auflösung gelaufen sind, ist, dass der Charakter größer in der Mitte war, aber du relativ wenig links und rechts und oben und unten von dir gesehen hast und man schier immer in Todesfallen reingelaufen ist. So, ich würde mal schätzen, rätselhafte Ruinen, da war da ein Schädel-Icon. Ist das ein Boss, den wir erwarten können? Den wir jetzt hier kriegen. Okay, uff. Nein, mein Herz! Gib mir mein Herz zurück! Okay, die Schräge hier. Okay, haben wir die auch noch erwischt. Ich muss mich echt mal ein bisschen besser konzentrieren hier bei solchen Sachen. Wie komme ich denn hier rauf? Ah, das Geheimweg. Kann ich auf diesen Pflanzen draufstehen? Ah, okay, das sind Trampolinpflanzen, die sich resetten nach einer gewissen Zeit. Du musst immer noch, nachdem du das Zielen gemacht hast, auf X drücken, um den Hammer losgehen zu lassen. Es reicht nicht, alleine nur loszulassen. Ja, wir konnten ja auch auf die Schlangen draufspringen. Ist ja nicht so, dass wir unbedingt den Hammer brauchen. Ne, die dreht sich nicht um, wenn wir... Ne, macht sie nicht. Dann gehen wir hoch. Boing, boing. Ja, ich wollte mal gucken, ob wir eventuell alle da erwischen. Ja, okay, das kriegen wir hin. So, auf die andere Seite. Frage ist, in welche Richtung gehen wir? Ist links der richtige Weg oder ist das was Bonusmäßiges? Wir gehen links erstmal. Will mir das mal angucken. Okay, das ist Bonuskram. Eindeutig. Oh, die haben auch eine Schleimspur unten, ey.
Wenn du es richtig anstellst, könnte ich wahrscheinlich alle Schnecken hier erwischen. Kommt er mir hinterher? Ne, kommt mir nicht hinterher. Sehr vorsichtig. Aber ihr könnt gerne auch runterfallen. Was ist das? Verdammt, ich habe es nicht gut getimed. Aber ich glaube, wieder da hoch. Ich hab's nicht gut getimed, aber ich habe eine Idee, wie ich... Obwohl, ich habe es jetzt geholt, oder? Das gilt jetzt als geholt, würde ich sagen. Weil ich muss ein bisschen später erst runter. So, ich muss ein bisschen später... Ja, okay, wir haben es geholt. Na, komm hier weg. Aber zum Glück ist das Spiel ja kulant genug, dass es mich beim Zurücksetzen auch wieder oben rausgeschmissen hat. Komme ich hier entlang? Nee, ich muss den unteren Weg nehmen. Oh, hat er mich erwischt? Und den Schalter habe ich gemacht, okay. Nice, nice. Wir gehen einmal hoch. Ja, zur Controller-Diskussion, da mir die Joy-Cons auch nicht so sehr gefallen. Und der Pro-Controller ist das Ding von Nintendo, genau. Das finde ich für Jump'n'Runs auch so semi-geil. Also wir könnten jetzt hier Tor auch mit dem Analogstick steuern, aber es ist keine analoge Steuerung mit dem Analogstick. Also dass ich eine langsamere Gehgeschwindigkeit oder sowas habe. Und da bin ich einfach viel mehr zu Hause mit den Eingaben. Man kann sich auch an die Joy-Cons wieder gewöhnen, wenn ich die solche Spiele wie das hier dann unterwegs spiele. Aber für zu Hause in den meisten Fällen, ich habe dann eben diesen Bluetooth-Adapter, den ich jetzt gerade auch am PC benutze, aber dann nehme ich einfach ein PS4 oder PS5-Pad. Okay, ne? Oh nein, was wollt ihr von mir? Okay, jetzt habe ich die erwischt. Knapp, knapp. Okay, die haben mich richtig verfolgt hier. Aber dann für den Heimbetrieb würde ich das dann in den meisten Fällen so lieber machen. Ja, kommen wir da hoch. Gib mir mal den hier. Wirkt fast schon so wie ein Arkanoid, ne? Wenn man hier diese Doppeldinger wegmacht. Okay. Ah, okay, ich komme da noch durch. Ja, guck mal, es ist sinnvoll, da oben zu bleiben, weil sonst hätten wir nicht da ran können. Wir haben wieder alle drei eingesammelt. Und wir kommen rüber. Und da hoch und... Ui! Okay. Die Pilze. Aber man muss schon ein bisschen in die andere Richtung mitgehen. Also du musst schon Tor ein bisschen supporten mit deiner Steuerung, damit es reicht. Wie viel haben wir? 200 von 203, 209 von 272. Was ist denn? Oh, was ist das hier? Sind da so Runen drauf? Clever. Kann ich die schieben? Nein, ich kann sie zerstören. Und Energie, also auch... Oh, jetzt glaube ich, kommt gleich was. Okay. Okay, so gehen meine Herzen runter. Aber ich habe eine gute Stelle gefunden. Wow, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ah, er hat mich. Ah, verdammt. Okay, da muss ich echt mal wirklich aufpassen.
Aber... Okay, ich sollte nicht... Oh, das war nicht so gut von mir. Okay, drei Hits am ehesten. Moment, jetzt mal konzentrieren. Kann ich auf den eigentlich draufspringen? Würde das gehen? Oh, shit. Schon wieder... Okay, jetzt konzentriere ich, Gregor, was soll denn das? Das ist natürlich so Pattern Recognition. Ich darf nicht zu viel wagen, vielleicht. Ah, kommt er auf die andere Seite? Okay. Oh nein. Verdammt. Ich bin zu sehr dem Herz hinterhergejagt. Es könnte gut helfen, wenn ich... Okay, es zieht ihn doch... Ja, wahrscheinlich, je nachdem, wenn ich dann ein Drittel weggepackt habe, ändert sich das Pattern. Ah, Moment. Ich muss ja nicht immer wieder werfen, sondern ich kann das hier ausnutzen. Okay, das kann ich ja ausnutzen. Okay. Okay, ich hab ihn gleich. Nein! Okay, ich hab ihn. Okay, ich hatte ganz vergessen, dass ich natürlich das so machen kann. Mit dem alleine hin und her fliegen. Und was haben wir gekriegt? Neues Item. Ah, wir können hier durch die Tür. Ah, 30 haben wir nicht gekriegt. Da sind die Raben. Hugin Munin, da seid ihr ja. Ich habe eine Art Halskette gefunden. Das ist nicht nur irgendeine Halskette, das ist das Nornenamulett. Sehr selten und mächtig, es wurde vor Urzeiten unter den Wurzeln Yggdrasils gefertigt. Es heißt, diese Amulette könnten magische Runen absorbieren und dann ihre Kräfte dem Träger zur Verfügung stellen. Oh, wie spannend. Und schau mal, was wir gerade gefunden haben. Da sind magische Runen drauf. Diese höchst unhöfliche Kreatur muss diesen Ort bewacht haben. Was wohl passiert, wenn du mit dem wenn du den Altar mit dem Amulett berührst? Let's try it out. Himmelsrune absorbiert. Double Jump erhalten. Oh, Metroidvania-Style. Neue Fähigkeiten. Milaiki. Oh ja. Oh ja, Double Jump. Nice. Aber ich sollte auch präzise springen dann. Trotz Double Jump. Na? Oder muss ich von hier? Ah, von hier ist besser. Ich habe ein paar der Edelsteine übersehen. Irgendwas. Rätselhafte Runen. We did it. We done it. Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, also mit dem Double Jump will ich auf jeden Fall nochmal ein Level ausprobieren, ne? Dass wir den uns angucken können. Ich will euch aber nicht zu viel vorwegnehmen vom Spiel. Natürlich. So. Können wir hier hin und da durch. Und der nächste Level wäre der wankende Wipfel. Okay, let's try it out. Oh, mit dem Double Jump kann ich auch hier hoch. Ah, und jetzt kann ich durch den Double Jump hier nämlich das positionieren, damit ich mir die Edelsteine holen kann. Ah ja, bisher macht das durchaus einen netten, angenehmen Jump'n'Run-Eindruck. Geht jetzt nicht in die Richtung für mich gefühlt so ultra knallhart Jump'n'Run, sondern ist jetzt keine nicht vorhandene Herausforderung. So würde man es ja auch ungern haben wollen. So ein bisschen schon, dass man seine Skills dann anwendet. Aber es soll ja auch kein Pipifax sein, ne? Kommen wir von hier hinten hoch?
Ne, wir müssen schon von der Vorderseite. Ach, wohin, wohin? Links oder rechts? Ah, nee, ich sehe schon links, da ist noch ein großer Edelstein. Ja, wir hätten weiter jumpen sollen, okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich will das jetzt zumindest auch mitnehmen. Aber ja, da bin ich so ein bisschen mehr dabei als... ich brauche nicht diese ultra-knallharten Jump'n'Runs, muss ich zugeben. Auch wenn ich nichts dagegen habe, die sind auch ab und zu mal ganz nett. Ah, nee, hier schaffe ich es nicht hin. Ich brauch einen anderen Weg. Hm. Ja gut, vielleicht können wir von anderswo dann nochmal hin. Ab und zu mal ist es ganz nett. So die Celestes und wie sie alle heißen in dieser Welt, die sind schon fun. Aber ich brauche sowas nicht die ganze Zeit. Okay, ich habe einen zweiten Double Jump, wenn ich auf so einer Springblume drauf bin. Das muss ich auch bedenken. Oh, und ein paar. Ah, den Rücksetzpunkt haben wir geholt, ne? So eine Pitfall-Liane. Komme ich damit rüber? Also, okay. Ja gut, das wird hier einem einmal gezeigt, ohne Sorgen vom Boden zu haben. Oh, und es hilft mir sogar. Interessant. Okay, die Edelsteine wollen wir haben. Und haben fast unsere Herzen verloren. Hat aber zu wenig aufgepasst auf die Schnecke, muss ich zugeben. Okay, und die haben wir alle erwischt. Ja, um es nochmal zu ergänzen, also, ich denke mal, ihr habt ja wahrscheinlich von Anfang dann hier zugeschaut, wenn ihr schon so weit im Video hier drin seid, aber aktuell auf dem PC eben erhältlich, Good Old Games, Epic Store und Steam. Switch-Version soll diesen Sommer dann noch kommen und dann checken, was dann die erste Plattform für euch wäre. Da man mittlerweile per Steam Deck und anderen Gerätschaften auch PC-Games unterwegs spielen kann. Oh. Na, gehst du nicht mal rein? Okay, müssen wir nochmal machen. Kann man ja auch nicht allgemein sagen, oh, wenn ihr es unterwegs spielen wollt, bleibt nur die Switch als Alternative. Nicht mehr unbedingt. Aber natürlich, ich habe ja auch durchaus viele Jump'n'Runs auf der Switch dann zusammengesammelt. So für on the go. Nur die Joy-Cons würden mir das potenziell ein bisschen madig machen, eben weil ich nicht der größte Joy-Con-Fan bin. Okay, nochmal. Ja, komm. Dich erwischen wir auch noch. Safe ist safe. Okay, hier müssen wir gleich rutschen. Oh, wir haben das trotzdem geschafft. Okay. Oh. Nein, er hat mich gestecht. Gestecht in meinem Hintern. Das ist natürlich nicht so angenehm. So, der Double Jump, den darf ich nicht vergessen. Okay. Okay, jetzt habe ich die. Bisschen vorsichtiger sein. Hätte ich vielleicht unten schauen sollen. Ja, wahrscheinlich ist da unten auch nochmal ein guter Kram. Oh no, oh no. Ah, nicht so guter Kram. Okay, vielleicht hätte ich doch nicht nach unten gucken müssen. Ich habe mich ein bisschen verkalkuliert, was die Positionierung angeht. Oh, und hier werde ich wieder zurückgepfeffert, okay. Okay, und es war zu früh. Die Parts, ja, Pitfall habe ich hier erwähnt. Ich bin ja auch ein Atari 2600 Kind. Ja, damals mit dem Krams groß geworden. Da gab es ja auch schon Jump'n'Runs neben Pitfall. Einer meiner Favoriten, Jungle Hunt, tatsächlich. Der auch zu einem großen Teil natürlich involviert hat, dass man da mit Lianen, zumindest der Anfangspart, musste man mit einer Liane oder an verschiedenen Lianen entlang springen, bevor der nächste Part dann unter Wasser ging, mit Messer gegen Krokodilen kämpfen. Und dann, glaube ich, ist man Steinen ausgewichen, also so sehr aufgeteilt. Uff. Okay. Vorsichtig. Oh, okay, das hat uns nochmal hier hingebracht. Ein bisschen aufpassen, dass ich mit dem Double Jump auch vernünftig zurechtkomme.
Okay, komme ich an denen vorbei? So, jetzt aber. Okay, oh. Gefährlich sowas. Und ich glaube, ich hatte nicht mehr so viel Energie. Aber, wenn ich dann rückse... Oh, es ist alles voller Honig hier. Du. Wankende Wipfel. Wie viel haben wir eingesammelt? Ah, es fehlen wieder ein paar. Oh, und wir haben gar keine der Extras eingesammelt. Da habe ich mir nicht so gut geschlagen, muss ich sagen. Da würde man nochmal reingehen. Also da würde ich sonst nochmal reingehen und nochmal checken. Ach komm, ein Level können wir noch, ne? Ach nee, von hier bin ich gekommen. Ein Level geht noch. Da haben wir Pfad gesperrt. 9. Ah, aber obwohl, ich habe 9. Du darfst passieren. Superbe Sprünge. Oh, ist das ein Bonus hier? Das erste von superben Sprüngen. Okay, das könnte durchaus ein bisschen knifflig werden. Müssen wir gucken, ob wir das überhaupt machen können. Vielleicht ist aber ein schöner Abschluss für das Video hier. Was ist das für ein mysteriöser Ort? Okay. Dies ist ein Hörger. Ein Ort der Prüfung. Sie wurden vor Urzeiten von deinen Vorfahren geschaffen, um Mut und Können auf die Probe zu stellen. Es gibt nicht mehr viele von ihnen. Okay, das sind Challenges, ne? Und die meisten Leute meiden sie, da sie so gefährlich sind. Nur diejenigen, die sich durch das Sammeln roter Diamanten beweisen, sind Diamanten, dürfen diese Herausforderung annehmen. Wenn du meinst, du bist schlau und geschickt genug, kannst du dich ja der Herausforderung stellen. Oh ja. Okay, let's try it out. Ich war nicht schlau genug. Habe ich gar nicht gesehen, dass da so was rauskommt. Okay, dann müssen wir wohl ein bisschen... präziser. Oh, und... Ah, das hat keiner gesehen. Okay, ich bin jetzt, glaube ich, schon zu oft abgekratzt. Also, vorsichtig. Ah, ich habe den Double Jump verdödelt. Aber es kriegt gleich hin. Es kriegt gleich hin. So. Hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang. Schlecht bin ich nicht. Oh, oh Mann. Ey, wieder ganz zum Anfang, wirklich? Oh boy. Und ich war gar nicht mal so schlecht. Okay, let's try it again. Ich müsste zumindest ein paar Mal noch probieren. Aber das sind wirklich jetzt richtige Herausforderungen. Nicht für Zartbeseitete. Ah, ich habe das doch gesehen. Das ist beim ersten Mal richtig gemacht. Sogar mit ein bisschen runterfallen lassen für den Double Jump. So. Dafür ist aber vielleicht nicht das PS5-Pad geeignet. Ach, nee. Hab ich wieder nicht so gut gemacht. Ich habe mich doch... Oh, ich hätte das beim ersten Mal machen müssen, ey. Okay, das sind jetzt anspruchsvolle Challenges. Okay, also ein bisschen fallen lassen. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Bringen. Double Jump. Okay. Geschafft. Ah, ich bin der Beste. Ich bin so gut. Ja, ich bekomme sogar zwei Achievements auf einmal, weil ich so gut bin. Nicht schlechte Challenge, also... Muss man sich gleich natürlich hier hinarbeiten. Aber gut, dann ist das doch mal wirklich ein schöner Abschluss. Jetzt hier zumindest, dass ihr ein bisschen Appetit bekommen habt, wie denn Tiny Tor so aussehen kann. Ist echt wirklich meine Kragenweite. So, lass mal kurz gucken. Dann gehen wir kurz in den nächsten Level rein und dann ins Hauptmenü und so weiter. Aber ihr könnt gerne selber mal auschecken, wenn ihr spielen wollt. Gerade wenn ihr es seht, frisch rausgekommen. Wir gehen mal zum Titelbild. Dann einmal zurück. Eckdaten habe ich euch genannt, wo die Plattformen gerade sind. Und dann klicken wir hier auch nochmal kurz an. Genau, also auf dem PC erstmal, Switch-Version kommt noch. Nochmal zu eurer Info, 10 bis 20 Stunden Spielzeit anberaumt, je nachdem, wie gut man da durchkommt und wie auf Kompletismus man dann geht. 3 verschiedene Welten, 36 Level, 7 Bossfights. Und ja, wenn ihr den Kanal supporten wollt, dann könnt ihr es natürlich gerne machen, zusätzlich obendrein mit dem Gucken und Abonnieren und Liken und so weiter. Checkt den Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Comment aus und dann
leistet hier euren Beitrag sozusagen, den Kanal hier zu supporten und euch auch Tiny Tor dann anzuschauen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleibt hier sonst auf dem Kanal drauf für weiteren Content in dieser Art und nochmal viel mehr. Und gerne solche Spiele mehr. Also von sowas würde ich einfach nochmal viel mehr ausprobieren wollen. Ich war der Gregor, das war Gregors Gaming Heroes und ich sage Tschüss und danke. Bis dann.